schaffen wir ihn von der Straße weg. Und wohin? In den Leichenwagen. Wozu? Er ist ein Spitzel, wenn die Bullen ihn... Jackson war darauf eingestellt, dass Goldie ungeduldig auf dem Vordersitz des Leichenwagens wartete. Stattdessen sah er Hank und Jody, die hinter dem Leichenwagen standen. Zum Teufel, hast du Angst, ihn zu berühren? Der Scheißer ist tot. Davor habe ich Angst. Jackson dachte, sie wollten die Truhe herausholen. Und allein hatte er keine Möglichkeit, sie daran zu hindern. Zum ersten Mal wurde ihm bewusst, dass Goldie nirgends zu sehen war. Er ging leise zurück ins Haus und sah sich im Flur nach einem Versteck um. Die verlogene Nutte, ich hätte sie umlegen sollen. Sei still. Ist mir egal, wenn sie mich hört. Sie kann sich doch sowieso nirgendwo verstecken. Halt die Klappe! Hier sind noch andere, die dich hören können. Was heißt eigentlich halt die Klappe? Ich hab's verdammt satt, dass du mir ständig erzählst, ich soll die Klappe halten. Ich mein, halt die Klappe. Genau das. Scheiße. Spring schon an, du gottverdammter Hurensohn. Ja, vergib mir. Spring an, du beschissener Bastard von einem Hurensohn. Dr. Scheißkarren! Jesus Christus, ich hab's nicht so gemeint. Hab Erbarmen. Wenigstens ist die Truhe noch da. Ich bring dir dein Gold, Imabel. Als Imabel unten aus dem Haus kam, während sich Jackson und sein Zwillingsbruder Goldie oben im Treppenhaus mit ihrer Truhe abmühten, warf sie einen kurzen Blick auf den Leichenwagen, kicherte und rannte dann über die Park Avenue zum Bahnhof in der 125. Straße. Sie kannte den Fahrplan zwar nicht, aber es würde schon ein Zug nach Chicago fahren. Und dieses süße Mädchen wird dann bestimmt drin sitzen. Hat aber ein Tempo drauf. Du bist was für mich, Baby. Schlag mich nicht, du Hure. Lass mich los, du schwarzer Scheißkerl. So, Nutte, ich krieg schon von dir, was ich will, ob es dir passt oder nicht. Du kriegst was von deiner Mama, du Arschloch. Du hast nach mir gestochen, du Nutte. Ich mach's nochmal, du Drecksau. Lass dich nicht von ihm erwischen, Baby. Ich bring die Nutte um. Sachte, sachte, Bruder. Die Hure hat mich fast mit dem Messer abgestochen. Die schnapp ich mir. Wenn sie dich mit dem Messer erwischt hat, ist sie ein Fall für die Polizei. Du schnappst dir niemanden. Wo ist sie hin? In die Damentoilette gerannt.